wie auch immer hieß es, tot. Oh, jetzt fehlen nur noch hier Myran der Gnadenlose. Mal sehen, ob er immer noch so gnadenlos ist, wenn er uns so Plasmagranate frisst. Alle auf ihn. Bringt das um. Bringt das um. Tut ihm weh. Tut ihm weh. Tut ihm weh. Na komm schon. Yay. Schleim, halt's böse. So, so. Nein, Hassan, du stirbst jetzt. So, okay, erstmal hier Zeug aufsammeln. Yay, Gegenstand. Widerstand. Gegenstand. Nee, sehr schön, genau. Wenn die Leute halt auch einfach hier unten reinschubsen, wie der eine gerade runtergeflogen ist, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und ich habe genug von diesem Ort. Es dürfte an der Zeit sein, einen Neuanfang zu haben. Ah ja, du mich auch. Also, unsere Leute dürfen nicht hier reinrennen, wenn wir nicht da reinrennen. Ach, ich stimme zu dieser Erfahrung. Wenn wir hier reingehen, geht das auf und wir sterben. Was war eben auch mit einem der Feinde passiert. So, einfach mal respawn. Na, wollt ihr Ärger? Kneipenschlägerei oder Schießerei oder wie auch immer. Und die Framerate ärgert mich, weil so viel los ist. Ah! Das scheint jetzt aber neuerdings immer bei Aufnahmen zu sein. Das war ja beim Krank letztens auch, dass er es auf einmal im Kopf angefangen hatte zu lecken und alles. Und, keine Ahnung. So irgendwie STO mag scheinbar Aufnahmen nicht mehr. Obwohl Fero ja heute erst geschrieben hat, dass das sogar monetarisiert erlaubt ist, Let's Play-Aufnahmen zu machen. Cryptic sieht halt ein, dass das Werbung ist und so und hat da halt nichts dagegen. So, wir kümmern uns mal hier drum. Wir sind Leute des Friedens, wir wahren den Frieden und stellen den Frieden hier wieder her in dieser Bar. Du drohst den Frieden, stirb! So, ja, wer will Ärger? Wer will den Frieden bedrohen? Ha, wer will den Frieden bedrohen? Wer mag keinen Frieden? Magst du keinen Frieden? Ich zeig dir, was Frieden bedeutet. Beziehungsweise keinen Frieden zu mögen bedeutet, so rum. Passt, glaube ich, besser Power Framerad her. Oh, ich habe eine Tänzerin abgeschossen. Egal. So. So, ihr wollt auch keinen Frieden haben? Okay, dann gebe ich euch Ruhe, Gewalt. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr euch mit mir anlegen werdet. Die Familie vergisst niemals. Oder so ähnlich. Ja, ich weiß, irgendwie jetzt falsches Spiel und falsche Zeit und bla und so. Aber hat gerade gepasst. Abgesehen davon, dass jetzt dafür mein Hals wieder wenig trocken ist und schmerzt und so weiter. Ihr kennt das ja. So, Reichweite und boom! Zwei auf einen Streich. Boom! Zwei auf einen Streich. Hey, da war keiner mehr, der ich mit einem Streich mit erwischen konnte. So, wer will Ärger? Würde ja gerne die Zellen öffnen und denen auch nochmal volles Fund aufs Maul geben. Ich meine, es bringt zwar nichts und so, aber trotzdem. Einfach, weil wir es können. So, ihr kennt das ja. Man kann etwas machen, also will man es auch machen. So. Ja, der Captain fangt erst hinüber. So, Kampf beendet. Schauen wir mal hier drinnen. Wo kommst du denn her? Scheiß Türsteher. So, hier rein. Oh, hallo, Freunde. Marineinfanteristen, so, so. Ha, durch den Soldat, durch auf den Raiderführer geschossen, oder? War das noch der Marineinfanterist? Ich hab's nicht gesehen. Oh, ich wurde angeschrieben. Gruß an die Zuschauer vom Commander Meg. Da seht ihr's. So, bleib schon gleich mal ausgerichtet. So, okay. Blick ab, wenn ihr die Folge seht. Nein, gut, ich weiß jetzt nicht, wie lange. Obwohl, es könnte noch die Folge sein, die morgen kommt. Ansonsten halt die nächste Folge, die ihr jetzt gerade seht. Das ist Hassans persönliches Terminal. Wir sollten seine Daten durchgehen. Okay. Auf Hassans Datenbank zu greifen. Sir, wir haben Hassans Datenbank heruntergeladen. Wir haben nicht alle Details an seiner Waffengeschäfte und des Latinum. Schnupfen doof. Wir haben nicht nur alle Details seiner Waffengeschäfte und das Latinum, das er vom Syndikat unterschlagen hat, sondern auch Aufzeichnungen über Gefangene und Entführte, die einen Kontakt zum Taishi, die einen Kontakt des Taishia namens One-Eye ausgeliefert wurden. Wir müssen Hassan finden und ihn aufhalten. Er weiß viel mehr über den Taishia, als er uns sagt. Okay. So, hey, da ist das Latinum. Also, wie gesagt, das kommt dann mal so in meine persönliche Aufbewahrung. Ich passe darauf auf. Ui, Commander Mick. Dann hole ich mir doch mal wieder was zu essen machen. Guten Hunger. So,
Ich empfehle, dass wir auf das Schiff zurückkehren. Wir müssen Hassan aufhalten, bevor er entkommt. Ja, das sehe ich auch so. Also, hochbeamen. Und dann halten wir den Hassan auf mit Blick auf unser wunderschönes Dekolleté, Bendy. Ich bin so schlimm, ich weiß. Aber hey! I might be willing to make a deal. Es reicht. Ich habe Romulaner, Drecksäcke und die ganzen Ab. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn die Stimme gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Romulaner, Drecksäcke und den ganzen anderen Abschaum viel zu lange toleriert. Nimbus ist eine Syndikatwelt und das Syndikat wird bleiben. Alle anderen flieht, solange ihr noch könnt. Ich säubere das Haus. Oder so ähnlich. Warum hast du Tolankevs Stimme? Halt die Klappe. Jetzt will du das doch jetzt vorlesen. Na gut, ihr könnt ja lesen. Ich unterbreche halt die nur ungern, wenn da irgendwas an die... Also es ist schon in Star Trek Online so selten etwas vertont. Da will ich das dann auch wirklich ausnutzen, wenn es da vertont ist und mir anhören und so. Deswegen unterbreche ich das nur immer so ungern. So, als erstes helfen wir mal bei hier den ganzen Schiffen und so. Es sollte ja mit unserer USS Antalor C schnell gehen. Aha, vorausgesetzt die Framerate spielt mit. Gegenstand, Widerstand, Gegenstand und Widerstand und Widerstand und Gegenstand. So, das Schiff repariert. So, okay, und als nächstes. Helfen wir dem hier, die helfen uns dann dafür. So, ich habe jetzt hier, könnt ihr da halt die ganze Zeit mal lesen. Ich hab's jetzt nicht mitbekommen, hab mich hier auf das Lecken konzentriert. So scheiße es auch klingen mag und ja. So, helfen wir mal den allen. Was? Wer sind die erst hier? Name sagt mir gar nichts. Naja. Warum schießen die mit Antiproton auf mein Schiff? Ihr dummen Schweine, ihr. Bleibt stehen. Ich mag den Wurf haben. Drehen, 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 drehen und zerstören. Oh, das Piratenschiff repariert. Man sollte also eine Lektion erteilen. Doch meine Waffensysteme sind ausgefallen. Wollen Sie uns vielleicht behilflich sein? Aber natürlich haben wir schon. So, weiter zum nächsten. Interceptoren, ihr werdet sterben. Oder Interceptor, es ist ja nur einer. Hey, ich wollte den Interceptor. Ach, egal. Schiffe werden zerstört werden, wenn sie uns angreifen. So, spawnen wir halt nochmal neu. Das soll aber, glaube ich, nicht benötigt sein. Jetzt soll wieder drehen. Beende Geschwindigkeit höher, den Brigadekreuzer schon mal in Kampf anvisieren. So, und jetzt Vollgas! Vollgas! So, na also, geht doch. Babyni-Kreuzer. Was sind die Babyni? Also die haben sich hier wirklich ein paar Rassen komplett ausgedacht, glaube ich, beim Entwickeln. Wunderbar. Dann reparieren wir mal dem seine Schilde. So, okay, da. Das sind 17 Kilometer, das sind... Na gut, wir müssen jetzt sowieso alle machen, also fangen wir hier hinten an. Hallo, Korvette. Muss ich nicht entscheiden, welches angreifen wollen. Schlimm. So, den haben wir und den Interceptor. Warum ist der schon wieder in Angriffsreichweite? Fokus gewesen, obwohl der nicht in Angriffsreichweite war. Na, wahrscheinlich war er kurz drin und deswegen hat das Auto auf Feier gesagt. Naja, halt die Schnauze. Dämliche Piraten können nicht mal ihre dämlichen Kämpfe ganz alleine machen und müssen von dämlichen Föderationsleuten geholfen bekommen. Und ja, ich weiß, ich habe eben noch gesagt, ich hasse das, das zu unterbrechen, wenn da was aufgenommen ist. Also, vertont das und dann unterbreche ich es jetzt, aber hey, ab und zu. Das ist so etwas, das geht ja noch. Also, das ist was anderes, aber ich habe halt wirklich Dialoge gemeint. Wenn richtige Dialoge so mit Dialogfenster und so dann vertont sind. Ist auch etwas, was ich gerne in der Foundry machen würde. Würde mich so freuen, wenn es das geben würde, dass man in der Foundry seine Dialoge vertonen könnte. Ich glaube, ich hätte da so viel Spaß mit. Jawohl, dann tun wir das. Oh, Jäger-Eskorte. Und weiter geht es. Auf zum nächsten, zum Gelkreuzer. Hey, die Breen sind auch hier schon angekommen. Und brauchen unsere Hilfe. Na, denen helfen wir doch immer gerne. Das. So. Bevor sich deren Gemüter noch aufheizen. Das können wir bei den Breen ja nicht verantworten, wenn denen noch warm wird und so. So.
Okay, das haben wir auch. Piraten, ja. Reparieren, Lebenshaltung, kämpfen zusammen. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Da oder da? Da oder da? Minimap sagt hier. Okay, also hier. Interceptoren! Der Piratenkreuzer bewegt sich nicht mehr dank unseres Wurfraketens. So, na komm schon. Stirb, du himmlischer Piratenkreuzer. Yay! Und was haben wir als nächstes? Ein Ziel da hinten noch. Okay, dann. Erhöhte Wendegeschwindigkeit und auf geht es. Und Vollgas! Angriffstruppe, das sind die Karts besiegen. Hier, Piraten, kommt ihr? Gute Piraten. Das ist die Angriffsgruppe, das sind die Karts. Haben die da etwa Piraten mit besiegt oder was? Ja. So, und rückwärts. Hey, da hat mir schon einen Traktorstrahl. Macht was! Himmlische Piraten, helft mir, hier mit dem dämlichen Traktorstrahl hier. Hallo, ich hab gesagt. Mein Ziel feuern. So, genau. Oh, Taktikteam. Sehr schön. So, Hülle halten. Ach nee. Warum ist das so angeordnet? Überall habe ich hier auf 1 die Hülle halten. Nur hier natürlich nicht. So, und bekämpfen sie Hassan Stuart Park. So ungefähr, oder? Ja, so. Schluck auf, ich sollte nicht mehr so. Ich sollte mir abgewöhnen, zu essen und dann aufzunehmen. Andersrum wäre das, glaube ich, besser. So, und da ist der Dreadnought. Man sieht ihn schon, aber man kann einen Fokus nehmen. Naja, gut, das werden wir wahrscheinlich gleich tun können. Und zwar können wir ihn vorher rufen. Ah. Sie glauben, eine Handvoll schrottreifer Fregatten kann das Orion-Syndikat aufhalten. Sie werden für ihre Anmaßung mit ihrem Leben bezahlen. Und ich werde sie in Ketten nach Melanidian bringen. Fick dich. Der Einzige, der hier in Ketten kommt, bist du. Du Drecksack, du. Hallo? Genau. Volle Torpedobreitseite und so. Mein Hals ist verschleimt und ratzig. Weil ich die Stimme so viel verstelle und das geht halt auf die Stimmbänder zu. Manchmal wünschte ich, ich würde meine Aufnahmen nicht kennen, bevor ich sie hochgeladen habe, sodass ich selber auch Spaß mit den Zuschauern haben könnte. Enderkommandos, Enderkommandos, Enderkommandos. Schieß die Enderkommandos ab. Ach. Bin zu an Bord gekommen. Ja, schön, den konnten wir abwehren. Ja, zwei bei uns an Bord angekommen. Für diejenigen, die es nicht wissen, die deaktivieren unsere Sachen und sorgen dafür, dass unsere Fähigkeiten länger zum Nachaufladen brauchen und so weiter und so fort. Und jetzt Feuer, du! Himmlisches Schiff, warum fliegen wir eigentlich vorwärts? Ich wollte doch rückwärts. Also ist Feuer. So, komm. Schildpolarität umkehren, eingehen dabei. Waffenschaden, also Energie.